Dann mach einmal weiter. Kurzes Zwischenthema. Ich kann jetzt eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, weil was kann man da großartig dazu sagen? Nee, gar nichts. Das Microsoft greift durch, hat Bethesda jetzt gesagt. Also Microsoft hat vor einigen Jahren Bethesda aufgekauft, also ZeniMax übernommen, zu ZeniMax ge Für eine Schweinekohle. ja, 6,4 Milliarden Euro, das ist jetzt Ich glaube, nur Blizzard war noch teurer. ist keine Kleinigkeit, ja. Also Activision Blizzard war dann noch eine Spur teurer, aber. Also ja, Und bitte. zu dem ganzen Konzerngehabe kehrte jetzt nicht nur Bethesda als Entwicklerstudio, sondern es kennen ja ganz, ganz viele kleine und große und mittlere und echt, es kehren einige Entwicklerstudios dazu. Und Microsoft schließt jetzt vier Studios aus dieser Übernahme, nämlich Arkane Austin, Tango Gameworks, Mighty Doom Studio und AlphaDog Studios. Gut. Nein, vor allem das Beste war ja, sie haben ja dieses Tango Gameworks, das Hi-Fi Rush gemacht hat, abgeschlossen. Und danach hat Microsoft selber gesagt, sie möchten eigentlich mehr Spiele wie Hi-Fi Rush haben. Ja, das ist. Weil man denkt, okay, das ist, wie kommt man drauf? Ich verstehe es jetzt zum Beispiel nicht bei die Arkane Studios, also Arkane Austin. Okay, die haben Dishonored rausgebracht. Okay, solider. Die haben Prey rausgebracht. War echt ein solider Shooter. Die haben Deathloop rausgebracht. Das war einmal was Neues wieder. Sie haben leider auch Redfall rausgebracht, das ich ja auch habe, was echt ein kompletter Blödsinn ist, das Spiel. Es ist einfach nur schlecht. Aber Arkane hat prinzipiell solide Titel abgeliefert. Und ich verstehe es nicht. Warum übernimmt man einen riesen Haufen an Studios Ja für einen gut, es ist riesen Haufen relativ. an Geld, die eigentlich eh durchwegs Content liefern? Das ist eh wie immer, da geht es eh um die Intellectual Properties von allen. Das ist eh das. Microsoft hat nur wegen den Markenrechte nur die ganzen Studios gekauft. Ich mein, überlegt, das ist natürlich, da ist extrem viel dabei und jetzt haben wir halt einfach sukzessive das alles zusammengekürzt. Und ja, Geld sparen. Na sicher, eh. Also, man, es ist halt traurig, weil im Endeffekt der Gaming, der ganze Gaming-Markt ist ja sowieso schon, es geht ja nur mal ums Geld, das sieht man ja da wirklich. Weil es wird ja sowieso schon fast nichts mehr riskiert bei großen Studios, was Spiele Na, angeht. gar nicht. Also es wird ja nur mal das, was ziemlich sicher funktioniert, wird gemacht. Und so schauen halt da die Spiele dann aus. Muss man eigentlich Ohren von die großen Fiesen, aber trotzdem Nintendo positiv hervorheben, weil die probieren halt hin und wieder zumindest was Neues. Sei es jetzt, was Ja, die das. Hardware betrifft, und sei es auch, was die Spiele betrifft. Ich meine, das ist eh schon traurig, aber ja, man muss es wirklich so sagen. Es ist aber traurig. Es ist traurig, dass man ausgerechnet Nintendo loben muss. Ich meine, ich muss ja sagen, ich habe mir jetzt ja, das habe ich dir eh gesagt, ich habe mir jetzt ja gebraucht, das Witcher geholt, weil ich wollte den zweiten Teil von Zelda spielen. Weil mir der erste gut gefallen hat, den habe ich damals während der Pandemie gespielt. Da habe ich das auch so gemacht, gebraucht, das Switch gekauft, dann wieder verkauft. Ich muss auch sagen, das zweite ist noch besser als das erste und es macht halt super viel Spaß. Es ist super gut gemacht, das lasse ich Nintendo. Das kennen Das sie kennen richtig Sie richtig gut. gut, ja. Ja, bei den ganzen negativen Geschichten rund um Nintendo. Aber ja, sie kennen auch gute Eben, Sachen machen. und sie riskieren einmal was. Sie, Ja, eben, ey, das das ist es ist dann ja. nicht so. Und wenn man jetzt so die großen hernimmt wie EA, Microsoft, Epic, Ubisoft noch. Da kommt ja nur noch Stangenware. Da kämen diese AAA-Titel, die in den letzten Jahren funktioniert haben, die werden halt weiterhin funktionieren. Punkt.
Die werden noch sukzessive ein bisschen eine kleine Evolution, da wieder mal was dazu, da wieder mehr, da wieder das Feature dazu. Aber so die richtig großen Gaming-Überraschungen oder sowas, dürfen wir uns jetzt für die großen Studios, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht mehr erwarten. Ich glaube Ja, jetzt. aber auch, dass der Boomerang da ein bisschen zurückgeht. Dass dieses Gebaren, glaube ich, also ich hoffe es zumindest, dass ist dieses Gebaren von den Fans auf Dauer nicht geduldet wird. Du, ich hab da irgendwie, ich weiß nicht, da gibt man fast die Hoffnung aus, wenn du wirklich denkst, für was Spieler wirklich Geld ausgeben oder auch Spielerinnen in gewisse Titel, Man weil man muss nur denkt, ja. bei Call of Duty oder so FIFA-Titel schauen. Jedes Jahr der gleiche neue Aufguss und trotzdem zahlen die Leute 90 Euro für ein Early Nee, vor allem das Ding Schlimme ist ja Package. dann auch noch, sie kaufen ja auch noch den Online-Schrott, den es ingame gibt, das eh mehr Casino ist als sonst Ja. was. Wollen wir denken, dann kauft sich in FIFA, wie heißt das, FIFA Ultimate, kauft sich diese Kartenbackeln noch. Wollen wir denken, Ah ja, genau. ihr gebt es jedes Jahr für den gleichen Spieler, dass ihr den irgendwann da drin kriegst, noch einmal Geld Ja, aus. stimmt, ja. Genau, wo man sich das Superteam dann Ja. zusammen Und würfeln solange kann. sowas funktioniert, ja, braucht. Ich meine, klar, warum soll EA irgendwas ändern? Na klar. Die lernen leider wirklich alle nur, wenn sie auf die Schnauze fallen. Ja, stimmt eigentlich. Stimmt Und andererseits, solange ja. sich Call of Duty verkauft, wird Call of Duty gemacht. Ja, auch. Aber ich glaube, das ist eher so eine Sache. Außer Das es sind gibt die, eine ich glaube, das sind die Ausnahme. jungen Spieler, die auf den ganzen Blödsinn die ganze Das Zeit würde ich gar einfallen. nicht einmal so. Das will ich gar nicht mal sagen. Und es gibt eine Ausnahme, Ubisoft lernt nie. Habe ich schon öfters erwähnt, mit dem letzten Assassin's Creed-Titel muss ich da widersprechen. Ja, aber Skulls and Bones war wieder der Klassiker. Das war so das. Sie haben es probiert, dann haben sie es noch 7-mal geändert. Es ist noch immer Ja, schlecht. okay. Aber Es war das. Die Leute haben sie angebettelt. Macht so Assassin's Creed in Japan. Na, geht nicht. was machen Sie jetzt? Das hat ja dann Ghost of Tsushima Ah damals ja, machen stimmt, müssen. ja genau. Nein, und sie haben ja alles da liegen gehabt und sie schaffen nicht einmal den aufgelegten, jetzt die Überleitung zu FIFA 11 Meter zu verwandeln. Tja. Was soll man dazu noch sagen? Also, ich sag's nochmal, kauft einfach Spiele von Indie-Entwicklern. Ja, und das haben wir die Diskussion haben wir auch gehabt. Was ist ein Indie-Entwickler? Ein Studio mit 500 Angestellten ist kein Indie-Entwickler. Es kommt drauf an. Ja. Das kommt drauf an, wenn er nicht Teil eines großen Publishers ist, ist es für mich ein Ja, Indie-Entwickler. ich bin eh eher der Gamer, der die Spiele von den kleinen Studios kauft oder gekauft hat, auch immer schon. Die haben für mich auch immer schon ein bisschen mehr Tiefe und Anspruch gehabt, wenn ich zurückdenke an Gothic, Risen und Elex. Das ist wirklich eine kleine Bude in Deutschland gewesen. Ja. Das waren 20 bis 30, im höchsten Fall 50 Angestellte. Und die haben wunderbare, schöne Spiele gemacht. Das gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, die haben geschlossen. Piranha Bytes und auch jetzt das Ding, was ich jetzt durchgespielt habe beim Outer Worlds, das ist ja von den Machern eben, die Fallout New Vegas gemacht haben. Ja. Das ist auch eine vergleichsweise kleine Studie und das Spiel hat einfach so einen Charme gehabt, so einen Humor. Es war einfach so gut durchinszeniert. Eben weil nicht, no offense, 20 Bewähler drüber geschaut haben Nein, und du, gesagt haben: es Na, ist. das können wir nicht machen, das können wir nicht machen, das können wir nicht Nein, machen, das, das weißt du, passt was nicht. ja das Orge ist? Das kommt ja bei diesen großen Studios. Die Idee Wirklich vor. kommt ja nicht einmal so weit, weil die von Anfang an sagen: Na, das machen wir nicht, weil wir nicht wissen, wie gut es sich verkauft. Genau, ja. Das heißt, geht ja da so weit, du kommst ja nicht einmal, dass das jemals irgendwie, dass da irgendwas einmal jemals probiert oder gezeichnet oder gecodet wird. Das wird ja sofort in die Tonne getreten. Und jetzt momentan habe ich jetzt spiele weiter bei Talos Principle 2. Das ist von Crow Team, das ist eine kroatische Bude.
Und die haben ja selber, jetzt muss ich nochmal nachschauen, 42 Angestellte. Das Spiel ist wunderbar. Das hat einen Umfang echt unglaublich. Also, da kann Ubisoft mit 800 Angestellte oder 1000 Angestellte, die am Spiel beteiligt waren, sich brausen gehen. Oder Bethesda, die Spieltiefe, was so ein kleines Team liefert, ist einfach besser. Also, Gut, ja. Bethesda hat ja im Grunde auch Spiel. Das passiert ja alles auf dem gleichen. Was? Skyrim und Fallout? Ja, es ist alles das Gleiche. Es ist eh wurscht. Sie verwenden eh für alles das Gleiche. Es ist das Gleiche, immer ein bisschen ein anderes Szenario, aber prinzipiell ist es das Gleiche, ja, Und vor stimmt, allem, ja. Bethesda ist ja der Weltmeister in große Sachen ankündigen, die noch nie kämen. Ja. Aber stimmt schon, ja. Na, also holt euch die Spiele von den kleinen Studios. Nur weil EA draufsteht, oder na, besonders weil EA oder Ubisoft draufsteht, sollte man es vielleicht meiden. Das ist ja schon das Nächste. Ja, sie können ja teilweise gute Sachen machen, wenn sie wollen. Ja, sicher. Ich Sie freue mich auch schon auf das Star Wars jetzt auf den Star Wars Role-Playing Game, was Ubisoft außerbringen wird. ja, ich würde es nicht vorbestellen, weil es Na, Ubisoft ist. wer die definitiv nicht vorbestellen, ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht bei Release kaufen, sondern ein, 2 Monate später, wenn es schon einmal bei Steam um minus 25% zu haben ist. Ja, vor allem wenn die ersten 30 Patches rauskämen, sein, die jeweils 100 Gigabyte gehabt haben, nachher geht's Ja, irgendwann. eben. Das ist ja auch was. Das hat ja das Internet ganz gut ermöglicht. Mittlerweile kann man ja alles nachpatchen. Ja. Also, ja, ich meine, ist okay. Also, ich meine, ich mag Computerspiele nach wie vor gern. Nur halt, der Großteil ist halt einfach mittlerweile super fad. Das ist der Nachteil, wenn man älter wird. Man kennt schon zu viel. Ja, also es ist so das richtige Spiel, was mich jetzt komplett umwirft und vom Hocker haut, auf das warte jetzt seit, glaube ich, mittlerweile über 20 Jahren wieder. Ja, du wartest schlei auf Half-Life 3. Half-Life 2 war halt das letzte Spiel, was mich halt wirklich vom Hocker gehaut hat. Ja, du wartest auf Half-Life Ja, 3. Das ist wahrscheinlich nie kriegen eben, wirst. die Hoffnung habe ich eigentlich schon aufgegeben, aber das ist es ja. Ich hab in den letzten 20 Jahren. Nein, Half-Life 2 war nicht einmal das, was mich so extremst vom Hocker gehauen hat. Eigentlich ist ursprüngliche Half-Life war es, was mich so extrem vom Hocker gehauen hat. Und im Endeffekt war ich seit dieser Zeit, seit 25 Jahren, eigentlich wieder drauf, wieder auf ein Spiel, wo man von Anfang an der Mund offen steht und die mir die ganze Zeit nur noch denkt, wow, hoffentlich hört das Spiel nie auf. Vielleicht ist es das neue GTA. Na, auch das wird es nicht sein. Kann es nicht sein. Wird es nicht sein und kann es nicht sein. Na, definitiv nicht. Also ich hab mein Leben drei, vier Spiele gehabt, die mich extremst geprägt haben, beziehungsweise die mich sprachlos gelassen haben. Das war einmal Super Mario 64, also Mario 64 auf Nintendo 64. Das war halt auch wirklich auf seine Art und Weise einmalig damals zu der Zeit. Ich war halt noch jung und klein und dumm. Aber das hat mich extremst begeistert und das auch auf Nintendo 64, das Star Wars Shadows of the Empire, weil es auch so sehr, sehr gut durchinszeniert war, das ganze Spiel. Und das war Half-Life. Punkt. Das Ja, ich meine, Super Mario sind für 4. mich die drei prägendsten Spiele, die mich immer. Ja. Und das ist Meine, jetzt ja. 25 Jahre her. Ich meine, das war halt das erste Mal, dass Super Mario halt in der dritten Dimension war. Ja. Ich meine, Aber das kann was. das war ja wurscht, weil es hat ja auf der PlayStation parallel dazu hat es schon Tomb Raider und so weiter gegeben. Das heißt, 3D hat es ja schon gegeben. Das 3D-Spieler hat es ja schon gegeben. Ich habe ja auf dem PC ja damals ja auch schon ganz normal Doom und die ganzen Sachen, die 3D-Spiele, das habe ich ja alles schon gezockt, die 3D-Shooter und Rollenspiele und so weiter, und so, was es halt damals so gegeben hat. Aber
Bei Mario war es jetzt nicht nur die Grafik, weil jetzt im Nachhinein, die ist erbärmlich. Das Spiel hat 8 oder 16 Megabyte. Also da hat es nicht wirklich Texturen oder irgendwas gegeben. Aber das war das Komplettpaket, was du da gehabt hast. Und wie du die in der Welt bewegt hast und wie frei du die bewegen hast können. Und Ja, das war das Ganze. Eben und das Movement und alles und wie es erzählt worden ist. Und ja, so war es halt, ja. Und das Shadows of the Empire, das ist quasi gleichzeitig auch für den PC erschienen. Also, das war jetzt eh kein Nintendo 64 Exclusive, aber das hat mir halt damals auch, weil keine Ahnung warum auch immer, aber das sind halt die drei Spiele. Und im Endeffekt ist seit 25 Jahren, sind jetzt zwar gute Spiele auserkannt, ich habe auch sehr viel gute Spiele gespielt. Ah, okay. Eins habe ich vergessen. Eins muss ich noch mit aufnehmen. Fallout 3. Das hat mich auch noch einmal. Aber das ist halt auch schon. Aha. Weil ich habe jetzt einmal nachgeschaut, wie alt Fallout 4 ist. Weißt du, wie alt Fallout 4 ist? Es ist sicher älter. 9 Jahre. Ja, okay. Ja. Das ist hart. Und Fallout 3 ist 2008 erschienen, also im Endeffekt jetzt schon 16 Jahre her. Also, ich bin seit 16 Jahren von keinem Spiel mehr überrascht und begeistert worden. Und ich zocke eh nicht so, also ich zocke jetzt nicht viel, aber jetzt auch nicht so, dass ich einfach nur einmal im Monat einen Computer anschmeiße und das Spiel spiele. Ich zocke eh re regelmäßig. Habe eh einen re relativ großen Spielkatalog und schaue eh immer so, was könnte mich jetzt noch vom Hocker reißen. Aber dieses mit offenem Mund da sitzen und wow, habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Ja, gut, das glaube ich, das wird aber zunehmend Okay, schwieriger. und Gothic 3 muss ich auch noch mit aufnehmen. Also ich habe 5 Spiele. Jetzt passt's. Ich glaube, es wären mehr, aber ja. Ja, aber 5 Spiele, die mir wirklich. Ja. Meine, dazu müsstest du schon mal die Metal Gear 1 bis 3 ja dazu nehmen. Na, hat Mini. Die hat Metal Gear nie gefallen. Nee. Eieiei. Aber ich war halt auch nie ein PlayStation-Kind. Ja, Metal Gear ist selbst für das, das ist jetzt abgesehen von der PlayStation, das ist schon, es war schon ein cooles Spielprinzip damals, weil das hat es so auch noch nicht gegeben. Ich war auch nie ein Final Fantasy-Kind, also von dem her. Ja, das, gut, es gibt nur zwei gute Final Fantasy-Teile, das ist 7 und Ich habe die 9. Büchse der Pandora geöffnet gerade. Es ist 7 und 9, alles andere kannst du vergessen. Damit wir uns da gleich ein paar Fans machen. Also ganz speziell, was furchtbar ist, ist 8 und 10. Keine Ahnung, mir hinterlässt es schon relativ sprachlos, dass es da über 10 Teile gibt. Da gibt es 16 Teile. Das macht mich noch sprachloser. Ja, es ist halt JRPG. Das ist, ich glaube, das mag, das liebst du, das hasst. Ich hasse es nicht, ich mag es leider nicht. Ja, das, nein, da gibt es nichts. Ich weiß, dass das so halb spielen kannst, glaube ich, das geht nicht. Ich habe es probiert, ich bin mir. Das Konzept gefällt mir einfach nicht. Ist okay, ich würde aber trotzdem das Remake vom 7er würde ich mal ausprobieren. Weil es hat halt ein komplett neues Kampfsystem und das ist ganz cool gemacht. Ich glaube nicht, dass es das Kampfsystem ist. Es ist das Konzept, das alles. Alles. Ja. Leider. Sonst hätte ich 16 Spiele zum Nachspielen. Okay. Na, wie schon gesagt, weil nur du kannst nur 7 und Ich 8, kann 7 nur und 9 8 und spielen. 10 spielen. Ich kann nur Na, 8 8 und und 10 10. spielst du Ich nicht. kann nur 8 und 10. Ich glaube, ich Also. werde jetzt zu Fleiß 8 und 10 spielen. Gut, dann habe ich zumindest was geschafft, weil dann, wenn es 7er spielst, wirst du denken, was habe ich da für einen Schrott gespielt. Okay, jetzt haben wir da das Thema überstrapaziert. Hoffen wir. Nein, jetzt sag mal, was waren denn die Spiele, was die so geflasht haben? Wenn wir schon. Ja, Metal Gear habe ich gesagt. Metal Gear? Dann Anno war cool. Das erste Anno war auch geil am PC. Also das Anno 1602. Dann Siedler, dann Super Mario war cool zum Segen.
Dann halt so die Klassiker auf der PS1, was weiß ich, von Metal Gear bis. Ich meine, es war ja damals schon Gran Turismo, war ja schon cool auf der PlayStation Ja, 1. aber was waren die Spiele, wo du jetzt rückblickend sagst, die haben du's, wo du das erste Mal gestartet hast, bist du nur noch vollkommen baff gewesen? Das war sicher als Final Fantasy 7 damals. Mhm. Dann war es am PC Anno hat mir extrem gut gefallen, das 1602. Siedler, was dann auch, was ich super lang gespielt habe, war Diablo 2. Okay, ja gut, ja. Diablo 2, Warcraft 3 war dann auch so was, wo ich mir gedacht habe, wow. Also das war dann auch super cool. Also da, es gibt aber viel, da kann man viele aufzählen. Ja, aber so richtig. Ich kann's jetzt auf Ich fünf meine, Spiele was dann runterbrechen, wo ich sag, wow. und es ist so, was schon auch richtig geil war, also das war GTA 1 und GTA 2. Ja, geht. Also das waren schon Spiele, wo ich mir echt gedacht habe, wow, das kann man da machen. Ja. Ich meine, obwohl das noch von oben, das hat man ja von oben auf die Autos drauf geschaut. Es war ja ein Pixelhaufen bis zum geht nicht mehr. Ist zwar, aber eigentlich eh ganz schön. War dann schöner und es hat halt einfach verflucht viel Spaß gemacht. Ja, die haben mich damals nicht so vom Hocker gerissen, na, weil es einfach nichts. Ich glaube, wir haben Und, immer die Spiele vom Hocker gerissen, die für mich eine komplett extrem neue Erfahrung, ein neues Erlebnis waren. was super cool war, das erste Stronghold. Ja, okay. Ja, stimmt. Das erste Stronghold, weil du hast da wirklich eine komplette Burg bauen können. Das hat es vorher nie so gegeben. Und leider sind die ganzen anderen Teile dann schlecht worden. Ja, das werden sehr oft. Also Stronghold, ich glaube, das haben sie mal in einem GameStar-Video schon schön gesagt. Das Problem von Stronghold war, dass sie beim ersten Teil eigentlich alles abgeliefert haben. Und du hast nichts mehr besser machen können. Es war das Problem, was willst du? Da war nichts mehr zum Hinzufügen. Es war einfach schon alles. Es war alles da, es war ausbalanciert, du hast Burgen bauen können, du hast Stürme bauen können, du hast große Schlachten streiten können. Es war alles drin. Okay, ja. Das war das große Problem. Ja gut.